Du, die heutigen Shows sind auch nicht mehr das, was früher mal waren, hä? Ja, also, früher hast du doch während der Show mal noch können, eins schlafen. Und hast immer noch nichts verpasst. Aber heute, da geht das Schlag auf Schlag. Du, das ist ja super, hey. Ja, du, magst du dich noch erinnern, früher, du an die Muppet-Show? Ja, ja, das ist komisch, gell? So einen grünen Frosch, gell, können schnüren. So eine fette Sau, du, mein Pigetti geheissen, du. Glaubst du nicht? Und da ist noch der Fossiberg, ein Witzeerzähler. Niemand die Witze verstanden, du. Nein. Wir haben wir doch immer so fertig gemacht, oben aber. Fossiberg. Ja, ein Frosch, der reden kann. Und ein Sohn, der sich in einen Frosch verliebt. So also, doof. Ja. Könnte sich das heute besser? Ich glaube, sie kommen doch heute, oder? Da sollten sie kommen, ja. Entweder kommen sie dort oder dort. Jetzt tanzen alle Puppen, macht auf der Bühne Licht. Macht Musik, bis der Schuppen wackelt und zusammenbricht. Schmeißt euch ihr Flatt und Fummel. Und Vorhang auf darum, freut euch auf Spaß und Rummel. Schnell, schnell, ist in den Schuhen. Aber jetzt geht's los, jetzt kommt die. Sehen Sie zunächst, der Fahrer das nächste, der Trainer das nächste, machen Sie zunächst, ja, jetzt kommt die Super-Muppet-Show. Damen und Herren, wenn ich von einem großen Komiker spreche, kann es sich nur um einen handeln, um Fossi Bär. Applaus! Danke, danke für den Applaus, danke für den Applaus. Ich bin's, Fossi Bär, der grösste Komiker, der beste Witzverzähler vom Rhontal. Jede Minute ein Lacher. Ja, das glaubst du selber nicht, das ist deine Uhr aber schon lange stillgestanden. Du! Für dich bist du nicht ein schöner Abend, gell, mit deinen Witzen, hä? Heute bin ich besonders gut drauf. Sag mir ein Wort und ich mache einen guten, spontanen Witz draus. Los geht's! Amöbe! Hä? Amöbe! Fremdwörter zählen nicht. Du erinnerst mich an Christoph Mörgeli. An wer? Der erzählt doch gar keinen Witz. Eben. Nur ihr zwei Komiker da oben, wisst ihr den Unterschied zwischen euch und Italien? Hä? Italien ist ein Stiefel und ihr sind zwei Halbschuhe. Du schleichst jetzt nicht raus, gell? Erzähl jetzt den Witz Amöbe. Also, Amöbe. Es kommen zwei Amöbe zum Adler raus und stehen unter einer Strassenlaterne. Da sagt die eine, du, ist das da oben der Mond oder die Sonne? Da meint die andere Amöbe, du, ich weiss es nicht, ich bin nicht von dieser Gegend. Ha, den Kreis habe ich gut gemacht, den habe ich gemacht. Bravo, Fossi Bär! Bravo! Super, bravo! Super gesehen! Bravo, du! Du, sag mal schnell, was ist eigentlich ein Amöbe? Das weiss ich doch auch nicht. Ich bin auch nicht von dieser Gegend. Du, Kermit, das war ein übler, um nicht zu sagen schmutziger Trick, eine Verabredung zwischen mir und Gonzo zu arrangieren. Stimmt das? Etwa nie? Piggy, diesmal hast du, glaube ich, recht und es tut mir auch wirklich leid. Von dir, mein Schatz, dein Schweineliebchen, so unterwürfig, um Verzeihung zu bitten. Ach, weißt du, so unterwürfig war das aber gerade nicht. Lass mich endlich die Hose verschmutzen. Mich so lieb um Verzeihung gebeten hast, fass mich nicht an, du kriegst hier. Geben wir uns doch ein Küsschen und vertragen wir uns wieder, mein Liebling. Puste mir nicht ins Genick. Küsschen, Küsschen. Liebe Piggy, obgleich ich dieses Angebot von Zuneigung zu schätzen weiß, hoffe ich doch auf dein Verständnis, wenn ich dir wie gewöhnlich sage, ich will dich gar nicht, Piggy. Oh, dann kann ich sie also haben. So was heißt man, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich komm gleich noch mal wieder, dann geh ich, ist das klar?
Ich singe keine Lieder, ich präsentiere den Star. Wir haben die schon durchgestanden. Ja, kannst die Logentür wieder aufschließen. Genau.